Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Edrinus wieder am Start und zwar in der nächsten Runde der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder um eine kleine Powerbank, die natürlich für die mobilen Geräte benötigt wird, die natürlich im Flugzeug mittransportiert werden kann, die natürlich eure Kopfhörer, eure Uhren, Tablets, Smartphones und natürlich euer Laptop mitladen kann. Dementsprechend gucken wir jetzt hier mal direkt rein. Die Ugreen Powerbank mit 145 Watt maximaler Kapazität könnte jetzt hier natürlich für euch das Richtige sein. Das heißt, wir kriegen auf der einen Seite 145 Watt maximal raus, also über 100 Wattport und natürlich auf der anderen Seite dann über einen 60 Wattport. So, und dann schauen wir uns mal direkt jetzt hier hinten alles an, was jetzt hier drauf steht. Wir unterstützen über USB-C sozusagen alles das, was wichtig ist. Aber das Coole daran ist, wir haben halt nicht nur USB-C, sondern einmal USB-A. Also universal ist das Ding nutzbar. USB-C Input wird mit 3,25 Watt an der Stelle jetzt hier angegeben. Das ist natürlich ein bisschen schade, wenn man das Ganze jetzt hier so sieht, denn ich dachte, dass man hier die 100 Watt auch direkt hier auf dem Port insgesamt auch wieder rausziehen kann, denn wir haben jetzt hier Input und Input und Output und Output und darüber könnt ihr sehen, über Output kriegen wir 100 Watt natürlich raus, das heißt 20 Volt mal 5 Ampere, 20 mal 5 sind 100 Watt, kriege ich über USB-C raus, aber über USB-C 1 Input kriege ich maximal 65 Watt reingeladen. Das sind also dementsprechend leider nur 20 mal 3,25. Und hier steht dann nochmal USB-C 2 Input, 20 Volt mal 2,25. Wir können natürlich probieren, aber ich glaube nicht, dass wir hier über die ganz normalen Möglichkeiten 100 Watt reingeladen bekommen. Das ist wirklich schade. Da hätte man vielleicht den Speed etwas höher halten können. Wir haben 14.500 mA drinne bei 5 Volt, wenn man das gerade jetzt hier mit den 6 Ampere so sieht, oder 90 Wattstunden, die sich hier in dem Gerät direkt befinden bei 3,6 Volt. Und das ist sozusagen die minimale Kapazität mit 88,2 Wattstunden. Also flugzeugtauglich, da wir ja unter 100 Wattstunden an der Stelle jetzt hier sind. Denn bis 100 Wattstunden brauchst du dir im Flugzeug sozusagen keine Sorgen machen, was du da mitnimmst. So, wir schauen sie uns mal an. Die Powerbank ist an sich ziemlich flach, wie man das jetzt hier auf den ersten Blick so sieht. Und dann müssen wir bloß noch das Ding aufkriegen. So, rutsch mal da raus. Kunststoff ummantelt, wie man das Ganze so kennt. Hier vorne steht es drauf. 25.000 mA Powerbank mit 145 Watt Output maximal. Ja, gut. Ugreen. Dann haben wir hier nochmal die 25.000 mA. Und falls ihr die Packung weggeschmissen habt, steht hier nochmal alles Wichtige direkt drauf. Vom Zelltyp bis Rated Capacity und 88,2 Wattstunden. Dann haben wir hier natürlich den Output über USB-A. Input 100 Watt Output und zweiter USB-C. Input. Ansonsten Kunststoff überall ringsherum. More than Power. Wie viel Power haben wir noch? Sie wird geliefert mit 48%. Okay, dann schauen wir mal rein. Was cool ist, weil wir hier so eine Kunststoff-Powerbank haben, gibt es selbstverständlich gleich wieder ein kleines Beutelchen. Das ist auch gebrandet, wie man jetzt hier so ran sieht. Das heißt, hier haben wir direkt einmal nochmal die Aufschrift drauf. Da steht Ugreen. Und wenn ihr die Powerbank dann nicht benötigt, bevor ihr sie in den Rucksack schmeißt, kommt die hier rein, denn dann wird die auf jeden Fall nicht so schnell zerkratzen, denn dazu neigt die Kunststoffoberfläche. Es ist ein 100 Watt USB-C Kabel mit dabei, das heißt, ihr könnt jetzt hier euer MacBook oder irgendwelche anderen Geräte mit bis zu maximal 100 Watt aufladen. Funktioniert also auch zuverlässig, probieren wir natürlich gleich nochmal aus. Was steht hier jetzt nochmal direkt drauf? Ja. Bedienungsanleitung braucht man nicht, weil wie gesagt, das ist eigentlich selbsterklärend, das Gerät. Das heißt, wir müssen ganz kurz alles erstmal zur Seite packen. So, dann wollen wir dementsprechend natürlich mal einen Blick ganz kurz drauf werfen. Was kostet der ganze Spaß denn? Und zwar kostet die 145 Watt Powerbank 149,99. Das ist schon ziemlich traurig. Der Preis ist ziemlich hoch dafür, dass sie nicht mit 100 Watt sozusagen geladen werden kann, sondern nur entladen werden kann. Mit Power Delivery 3.0 ist sie aber sozusagen gut dabei. Und hier sieht man das Ganze ja auch, wie schnell können wir ein MacBook damit aufladen. In 90 Minuten ist es das MacBook Air 2022. Maximal 145 Watt bekommen wir raus, das heißt über USB-C 2,45. Dann haben wir noch hier Akku gleich leer, perfekt. Die 100 Watt über den ersten Port und 18 Watt dann angeblich noch über USB-A im Quick-Charge-Modus. Dementsprechend wollen wir uns jetzt das Ganze natürlich mal anschauen. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt sozusagen die Powerbank das allererste Mal entladen. Dann werde ich sie noch ein bisschen beladen, entladen, beladen, entladen, damit wir dann auch sehen, was da so für Power reingeht, beziehungsweise wie viel Wattstunden wir rausholen können. Aber wir gucken uns trotzdem mal an, wenn ich jetzt ein Smartphone anschließe, wie viel Power rauskommt. So, den ersten Port schauen wir uns mal an. Das ist der USB-A-Port. Da wollen wir natürlich auch sehen, wie viel Volt hier maximal so rausgehen. Wir starten natürlich ganz normal mit 5 Volt
Und jetzt werden wir natürlich gleich sehen, innerhalb von ein paar Sekunden schnellt jetzt die Voltzahl auch wieder hoch auf ganz normale 9 Volt. Und das funktioniert hier so. Das heißt, wir laden jetzt von der Powerbank in die rein. Die ist beides, oder sind beide schnellladefähig. Jetzt kommen hier die 9 Volt und 1,6 Ampere, wie wir jetzt hier so sehen. Dann fängt die an, grün zu leuchten. Und dann haben wir jetzt hier die maximale Power sozusagen schon, die wir hier rausziehen. Also das funktioniert auf den ersten Blick gesehen schon mal ziemlich genial. Das heißt, auch hier switchen wir nochmal ganz kurz um. Da kriegen wir die raus. Ich hätte jetzt gedacht, weil die akzeptiert meistens die 12 Volt, aber das will sie jetzt hier an der Stelle nicht. Hätte ich gedacht, dass wir hier die 12 Volt mal kurzzeitig rausbekommen. Aber nein, da sagt die Ugreen Powerbank an der Stelle jetzt erstmal nein. Und genauso wenig hier bei diesem kleinen extravaganten Powerbank-Stil müssten wir normalerweise von 5 Volt auf 9 Volt hochschwenken. Aber die 9 Volt haben wir ja eben gerade schon gesehen. Das ist also auch kein großes Thema. Das heißt, wir schwenken jetzt hier nochmal ganz kurz durch. Nochmal von der in die. Und dann geht die Voltzahl auch wieder hoch auf 9 Volt. Und wir müssten auf knappe 2 Ampere kommen. Genau, also so 1,7 Ampere. Die Powerbank ist allerdings aber auch so gut wie voll. Das heißt, hier gucken wir mal ganz kurz drauf. Da kann natürlich nicht mehr Spannung reingehen. Und dementsprechend haben wir ja auch jetzt hier die Möglichkeit gesehen, dass hier die 9 Volt knapp reinballern und die so dreiviertel voll ist. Okay, das heißt hier deswegen nur 5 Volt, weil die Powerbank voll war. Und hier gehen jetzt 9 Volt über den USB-A-Port raus. Das ist also kein großes Geheimnis. Das heißt, wenn wir jetzt hier, wir können eigentlich auch hier rüber aufschauen, denn wir haben jetzt hier den USB-A-Output. Der könnte maximal 12 Volt, 1,5 Ampere. Macht er jetzt gerade nicht wahrscheinlich, weil das Protokoll jetzt hier die Powerbanks miteinander nicht kommunizieren lässt. Das haben wir gesehen, also 18 Watt Quick Charge ist möglich. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal ganz kurz so drauf schauen, dann hätten wir jetzt hier dasselbe Spiel genau gesehen. Das heißt, hier ist USB-A, 2 Ampere bei 9 Volt, sollten rauskommen, kommen auch so gut wie fast raus. Jetzt gucken wir uns dann nochmal die USB-C-Ports an. So, dann gucken wir uns den ganzen Spaß an. Jetzt habe ich das nächste Kabel USB-C auf USB-C. Ich lade jetzt von der Ugreen Powerbank direkt jetzt in die Anker Powerbank rein. 100 Watt sollen ja rübergehen. Wir sehen jetzt hier im Moment gerade so um die 89 Watt. Das heißt, wir brauchen noch 8 Minuten, bis die Anker Powerbank voll ist, von 85 bis 100%. Ihr seht ja jetzt hier auch, wie die Prozentschritte langsam hochgehen. Dementsprechend, da seht ihr das jetzt, ist das Ganze gut. Wir machen jetzt Folgendes und drücken natürlich jetzt zeitgleich hier nochmal den USB-A-Stecker rein, weil wir natürlich wissen wollen, ist USB-A jetzt auch deaktiviert oder könnten wir jetzt 100 Watt hier rausladen und gleichzeitig da. Aber im Moment, mal gucken, sagt er nicht. Doch, er startet kurzzeitig neu und ja, ohne Probleme, ihr seht das, wir haben zwei unterschiedliche Spannungen. Wir laden jetzt hier einmal von USB-C auf USB-C mit 20 Volt und ungefähr 4,2 Ampere, würde ich jetzt mal ganz grob sagen, laden wir jetzt hier rein. Das heißt, wir kriegen die 89 Watt von dem USB-A-Port, von dem USB-C-Port auf den USB-C-Port. Da seht ihr es, 89 Watt wandern halt weiterhin rüber, während der USB-A-Port immer noch jetzt hier die 9 Volt kriegt und die knapp 1,85 Ampere, die jetzt hier sozusagen reinwandern. Das heißt, wir sind jetzt hier insgesamt bei ungefähr 15, 16 Watt. Dann kommen die noch oben drauf. Das sind insgesamt 100 Watt Output. Dann müssten wir ja hier über den USB-C-Port auch noch Power rausbekommen. Das wollen wir natürlich nochmal ausprobieren. Okay, jetzt habe ich Folgendes probiert. Ich habe jetzt den dritten USB-C-Port auch noch benutzt. Jetzt ist die Powerbank aber so drauf, sie könnte sich über den aufladen lassen und über den aufladen lassen. Das ist mir vorher noch gar nicht so bewusst geworden, denn hier steht ja bei beiden In and Out drauf. Normalerweise haben wir immer nur einen USB-C-Port, der aufladefähig ist. Hier sind aber beide USB-C-Ports aufladefähig. Jetzt passiert Folgendes. Wir ziehen hier die weiterhin raus, die 89 Watt. Die gehen jetzt aus der Ugreen in die Anker Powerbank rein. Dann auf der anderen Seite hat sich jetzt witzigerweise der USB-A-Port deaktiviert, weil ich jetzt nämlich hier über die Sendo Supertank mit ungefähr 12 Watt nur reinlade. Warum das jetzt so wenig ist, ist eine wirklich sehr gute Frage. Das kann ich mir jetzt auch nicht erklären, aber sie ist Pass-Through-fähig. Das heißt, ich lade jetzt von der Powerbank hier rein und gebe den Strom hier wieder raus. Das ist eigentlich nicht schlecht, allerdings ist es wirklich ziemlich langsam und ich hätte jetzt gedacht, dass da noch ein bisschen mehr passiert. Und ihr seht jetzt, sobald ich den USB-C-Port hier rausziehe, das heißt, wenn der hier nicht mehr aufladen soll, dann geht der USB-A-Port wieder an und sobald ich hier den USB-C-Port zum Aufladen oder zur Stromentnahme, je nachdem wieder reinstecke, deaktiviert sich der USB-A-Port. Ich weiß nicht warum, aber jetzt, wie gesagt, seht ihr es. Er versucht jetzt mit nur 12 Watt hier reinzuladen und entlädt gleichzeitig jetzt hier weiterhin mit 89 Watt. Das ist ein bisschen komisch. Warum er das macht, das weiß ich selber nicht. Klar, das ist natürlich schon eine spaßige Angelegenheit, das Ganze so mitzuverfolgen.
Mal gucken, ob hier irgendwie ein bisschen mehr passiert. Nein, auch da geht nicht sonderlich viel mehr. Wir sind wieder bei 12 Volt gefangen. Das heißt, so richtig Batz kriegst du da nicht gleichzeitig rein. Aber wir haben gesehen, pass-through-fähig ist sie in jedem Male, auch wenn es halt nicht die volle Endgeschwindigkeit hier an der Stelle ist. Denn die Prozentzahlen sinken währenddessen. Jetzt wollen wir mal Folgendes machen. Wir stecken den Spaß hier einfach mal um. Einfach mal so Seitentausch. Mal sehen, was jetzt passiert. Das wird sie uns jetzt gleich mitteilen. Entweder sie gibt jetzt den Strom an beide aus. Tatsächlich, also hier wird jetzt Strom ausgegeben, statt zu laden. Das ist ja auch ein Witz. Jetzt gibt sie über beide Ports den Strom aus. Also das ist so protokollmäßig davon abhängig. Das heißt, die Ugreen Powerbank befeuert jetzt über beide USB-C-Ports, wie ihr hier so seht. Nee, jetzt geht's gerade gar nicht mehr. Schade, eben gerade ging's noch. Jetzt will sie aufladen, guckt euch das an. So, wir halten mal still. Das heißt, sie entlädt jetzt hier einmal mit 40 Watt. Und auf der rechten Powerbank sind es ungefähr 63. Das heißt, das sind ungefähr 103 Watt, die jetzt aus der Ugreen Powerbank rausgehen. Ihr habt gesehen, 38% über beide USB-C-Ports ist also soweit möglich. Die 145 Watt ist immer ein fiktiver Wert, muss man immer so sagen, ob das so hundertprozentig hinhaut. Hier sieht man es, denn ich nehme jetzt hier Strom raus, ich nehme jetzt da Strom raus. Hier fließen jetzt 40 Watt raus und hier so ungefähr sind es 63 Watt, die jetzt hier reinfließen, aber der USB-A-Port ist einfach deaktiviert. Das ist echt komisch und die Powerbank wird auch langsam warm oben. Aber jetzt passiert Folgendes, sobald ich den USB-A-Port reinstecke, kommt da nicht mehr genug Spannung an, also keine 20 Volt mehr. Und dann habe ich hier die 5 Volt, die hier rausdümpeln und dann wird hier oben nichts geladen. Das heißt hier, da, das ist echt, ja, hier bleibt es gleich, 60 Watt fließen hier rüber, da rein. Und hier passiert gar nichts mehr. Und hier bleibt er bei 5 Volt. Also das ist wieder so, ja, nicht so hundertprozentig ausgeklügeltes System. So, was natürlich noch wichtig ist, jetzt wollen wir natürlich sehen, was so ein normales Aufladegerät jetzt hier mit 100 Watt hier reinbatzen kann. Und wir starten beim USB-C Port Nummer 2, um natürlich zu sehen, USB-C 2 und USB-C 1 können die beide genauso viel. Wir schauen mal ganz kurz durch. Mal sehen, dauert einen Moment. Und er will irgendwie nicht so richtig. Bei 19,9 Volt zieht er noch nicht so wirklich durch. Also USB-C 2 akzeptiert irgendwie doch jetzt die Ladung. Jetzt funktioniert es. Ihr seht jetzt alles. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Wir gehen allerdings über den USB-C 2 wirklich nur bis auf 44 Watt. Das ist echt ein Ding. Das heißt, da geht halt wirklich nicht mehr. Das ist der zweite Port, ganz normal. Und tja, ich denke mal, da müssen wir über USB-C 1 probieren, denn der ist ja der 100 Watt Port und der sollte ja auch dementsprechend die Geschwindigkeit jetzt hier vermitteln. Mal sehen, da geht er dann auch schon hoch und ja, da hat er die maximale Geschwindigkeit auch schon, während ihr das jetzt hier so beobachtet. Und da sind wir dann auch bei 65 Watt. Das ist echt schade. Das heißt, wir kriegen 65 Watt maximal rein. Was jetzt noch interessant wäre, ist, können wir über zwei Ports gleichzeitig reinladen. Das kriegen wir natürlich nur raus, indem wir jetzt hier auf die Wattzahl gucken. Denn wir sehen jetzt hier 68 bis 70 Watt. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich den hier auch noch reinstecke, ob das höher geht. Aber nein, dann schaltet er direkt ab. Und ihr seht es jetzt schon, dann versucht er jetzt hier über den einen Port wieder zu starten und bleibt ganz gewohnt bei seinen 60 bis 65 Watt. Das heißt, auch über zwei USB-C-Stecker kriegen wir hier keine Ladung rein, um auf die 100 Watt zu kommen. Das hätte ja sein können, dass ich das irgendwie jetzt übersehen habe. Aber wir kriegen hier 65 Watt rein und wenn wir den jetzt hier sozusagen rausziehen, passt auf, jetzt müsste der sich eigentlich nur kurz akklimatisieren. Normalerweise müssten wir jetzt hier bis zu 40 Watt wieder reingeladen kriegen, wenn er das jetzt hier von seinem Schaltkreis umgewandelt hat. Und da seht ihr es, da gehen ungefähr um die 47 Watt durch das Ladegerät. Das heißt, ungefähr 40, 42 Watt kommen jetzt hier rein. Warum man das so gelöst hat und warum man hier keine 100 Watt Aufladung generiert hat, ist mir tatsächlich wirklich ein Rätsel. Tja, nun folgt aber der Rest und wir wollen natürlich sehen, wie viel Wattstunden das ganze Gerät so fest. So Freunde, kommen wir dann zum Ende nochmal dazu, wie viel Kapazität jetzt hier rein und raus gehen bei der Powerbank. Und zwar habe ich das Ganze mit dem Messgerät jetzt hier, das kann ich euch leider nicht verlinken, weil das irgendwo aus Übersee kommt, aus China direkt, gibt keinen speziellen Namen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier direkt alles durchgemessen. Reingeladen habe ich dann 96,1 Wattstunden oder mal 100,9 Wattstunden. Das kommt immer manchmal so ganz drauf an. In den ersten Ladezyklen ist der Akku ja noch nicht zyklenfest bzw. noch nicht komplett ausgereizt. Aber rausgezogen habe ich immer mal wieder 75, also 96 reingeladen und 75,9 Wattstunden rausgeholt oder 100,9 Wattstunden reingeladen und 74,7 Wattstunden
wieder rausgeholt. Das Ganze habe ich über 20 Volt gemacht, das heißt über USB-C mit 20 Volt reingeladen und mit 20 Volt wieder rausgeladen. Da ja nur maximal hier über den USB-C 2-Anschluss mit 45 Watt reingeladen werden kann, also 2,25 Ampere bei 20 Volt und hier über 3,25 Ampere mal 20 Volt sind 65 Watt. Wir kriegen die 100 Watt halt nur rausgezogen. Das nützt mir natürlich am Windows-Laptop nichts, weil ich hier einen ganz normalen Windows-Laptop habe. Und ich habe dann an meinem Asus ROG Flow einfach mit 65 Watt den Strom sozusagen wieder rausgezogen in Wattstunden, das, was ihr jetzt hier so seht. Im Endeffekt gar nicht weiter schlecht, wenn wir jetzt hier mal merken, dass wir um die 75 Wattstunden rausgezogen bekommen. Schauen wir nochmal ganz kurz hier an der Seite drauf, da steht es nochmal direkt angegeben. Minimal sind 88,2 Wattstunden sozusagen drin und maximal sind es 90 Wattstunden, wovon wir ungefähr 75, 76 Wattstunden entnehmen konnten. Die Restkapazität von ungefähr 10, 11, 12 Wattstunden bleibt dann sozusagen hier im Akku drinnen für die letzten, ja ich sag mal, Aufladezyklen, damit er nicht defekt ist. Und somit geht der Akku ja nicht 0 auf 100% komplett ab. Das steht zwar immer hier an der Seite drauf, aber es ist ja trotzdem noch eine Restkapazität drin, sonst würde die Spannung zu niedrig sein und bei zu niedriger Spannung würde der Akku Schaden nehmen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Powerbank wirklich eine schöne Sache, ist ziemlich teuer dafür, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es ja auch von Anker dann den Gegenkandidaten und der kostet ja auch um die 150 Euro und der kann wenigstens mit 140 Watt geladen werden oder mit 100 Watt entladen werden. Also da muss man natürlich auch erstmal sehen, dass das Ganze dann auch damit Sinn ergeben könnte und das nicht über Power Delivery 3.0 läuft, sondern 3.1. Hier ist das nicht der Fall, aber trotz alledem eine gute Powerbank mit maximal 145 Watt, die habe ich jetzt zwar dann nur einzeln rausbekommen, weil wir ja hier die maximal 100 Watt kriegen und dann hier nochmal die 45 im Idealfall, wenn dann wirklich alles glatt geht. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.